droht dem Dorf einfach Gefahr und wir überspielt und verlaufen uns volle Kanne und immer ins Wasser rein. So, nochmal weiter hier. Und, oh, Bienchen. Warum kann ich die... So, Bienen tot. Weiter geht's. Ach ja, und übrigens, das sind nicht die einzigen Charaktere, die wir im Spiel haben werden, aber das werdet ihr noch sehen. Oh mein Gott, das geht weiter. Eulen! Drei an der Zahl. Unter mir durch. Okay, ich muss euch noch ein paar andere Sachen gleich zeigen, weil wir haben zum Beispiel auch Abwehren. Und Abwehren ist auch zufallsbedingt, aber hier, wenn man nämlich stehen bleibt und nichts macht. Ich mache jetzt mal nichts und der Gegner auch nicht. Na, wie cool ist das denn? Gut, war jetzt ein schlechter Zeitpunkt, das zu zeigen. Auf jeden Fall, die Gegner können halt auch so Attacken ausführen. Ist nicht wie in anderen Spielen, dass, wenn wir den Gegner berühren, automatisch Schaden nehmen. Nein, sondern wenn der Gegner die Attackenaktion ausführt, nehmen wir Schaden. Und wenn wir in dem Moment, wo er die ausführt, nichts machen, also einfach nur blöde dastehen, dann wird manchmal durch Zufall die Attacke auch abgewehrt. Ja, und jetzt gehen wir ins Dorf hinein und sagen Hallo zur Glocke, oder? Oh nein, was ist passiert? Oh mein Gott. Amy, ich muss sie finden. Ja, geh mal. Das sieht alles nicht so nett hier aus. Oh mein Gott, Kimmy oder Cammy. Wer könnte ein unschuldiges Kind derart abschlachten? Okay, unser Dorf brennt. Die Türen wurden alle zerstört. In Häuser kann man nicht mehr reingehen. Und überall tote Kinder. Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein kleiner Junge. Bla 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 bla, ich muss hier weiter. So. Möge deine Seele, kennen wir schon. Bla bla bla. Hauptsache uns geht's gut. Möge deine. Bla. Gehen wir weiter. Triss. Papa? Mama? Mama, wach auf. Du darfst nicht sterben. Fuck. Renn weg. Geh zu deinem Onkel nach Euklid. Das liegt nördlich von hier. Sieh, dein Amulett ist... Sieh, wer hat das getan? Mama. Mama, mach die Augen auf. Bitte. Verlass mich nicht. Nein. Es tut mir leid. Hier ist es zu gefährlich. Lass uns zu meinem Onkel gehen. Ich kann die Leute nicht einfach so allein lassen. Amy. Amy war mein einziges Stück Familie, Funk. Warte. Ich bleibe. Wenn du gehst, dann allein. Ich muss sie wenigstens ordentlich begraben. Auch wenn ich es selbst tun muss. Das ist das Mindeste, was sie verdienen. Aber was ist, wenn die Leute, die das getan haben, zurückkehren? Ich will dich nicht auch noch verlieren. Es tut mir leid, Funk. Aber ich kann nicht. Chester. Geh schon mal vor. Ich komme dann nach, wenn ich hier fertig bin. Für uns beide ist es hier zu gefährlich. Versprich mir, dass ich dich wiedersehen werde. Ich verspreche es. Eines Tages werden wir wieder Seite an Seite kämpfen. Und wir werden den finden, der das hier getan hat. Okay. Mach's gut, Chester. Funk, geh jetzt. Ich verspreche nachzukommen. In Ordnung. Ich warte in Euclid auf dich. Vergiss dein Versprechen nicht. Mögest du. Ein sehr bewegender Moment, so kurz nach dem Spiel, wie ich finde. Zur Mutter nochmal. Sieh, dein Amulett ist... Unser Amulett. Mein Amulett.
war es das, was mir meine Eltern versuchten zu sagen. Mein Vater gab es mir. Es blinkt. Was ist das? Ich muss hier weg. Nur dann kann Chester in Sicherheit sein. Alles meine Schuld. Ja, das Dorf wurde offensichtlich nur wegen uns angegriffen. Mutter. Vater. Ja, obwohl wir hier niemanden richtig kennenlernen konnten und unsere Eltern eigentlich nur 2 Minuten mit uns gesprochen haben und sie komischerweise so früh ins Spiel eingefügt wurden, wurden sie uns wieder fortgerissen. Ist ein bisschen hart für den Spieler manchmal, wie ich finde. Aber auch, es ist ein schöner Charakter der Serie und hier haben wir... Dieses Schwert gehört hier nicht hin. Es ist weder meins noch das von Papa. Gehört es dem, der Totus angriff? Die Klinge des Ritters. Ja, komischerweise können wir die ausrüsten. Ein Schwert der schwarzen Elite Euklids. Was ich sehr eigenartig finde, weil es ja quasi der Gegner war. Mögest du unfrieden holen. Ja, ich kann jetzt hier meine heitere Art komischerweise gerade mal nicht anbringen, weil so ein Moment auch den Funk bewegt. Ja. Yep. Ich dachte, man kann die Eltern begraben, aber... Gut, dieses ganze Dorf wurde angegriffen, alles ist kaputt. Wir müssen hier weg, weil offensichtlich sind wir daran schuld. Wir gehen schnell weg. Und wir müssen nach Euklid. Jetzt sind wir alleine unterwegs. Wir kämpfen alleine gegen Gegner. Mit einem neuen Schwert. Was die ganze Sache erleichtert, ja. Wie gesagt, wir sind schuld an der ganzen Misere. Wir haben alles kaputt gemacht. Wir sind schuld. Was kann man da noch groß zu sagen? Es ist ziemlich hart. Es ist wirklich nicht nett vom Spiel, den Spieler gleich so eins ins Herz zu rammen. So ein Riesendolch. Oh mein Gott. Ich kann diese Statue zwar nicht tragen, aber vielleicht lässt sie sich verschieben. Du kannst Gegenstände in deiner Nähe bewegen, wenn du dich da vorstellst und Aktion gedrückt hältst.